Power-Questen. Total nervig, ey, mit den Dingern. Ups. Ich hasse Morlocks. Ja. So, ich bin fertig. Na, GZ. Und ich brauche noch, wir brauchen noch 5. Ja, es ist ja nicht mehr so viel. Nein, natürlich nicht. Ich natürlich jetzt alle 20 Stück nur einen kriege. Oder einen nee. Ja, dann wäre das schon viel. Kann man so sagen, ne? Ja. Ach, Hups, ich habe kein Mana mehr. Ach, huch. Ist mir gar nicht aufgefallen. Das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Vielleicht sollte ich mal was trinken. Ja, dann tu das doch mal. Meine Energiekacke, da kann sich, mein Fokus kann sich auch mal regenerieren. Tut's nicht? Doch, doch. Aber wenn du natürlich alle Nase lang immer welche angreifst. Ach so. Jetzt bin ich wieder schuld, ne? Ja, natürlich. Also. Sag nicht, du hast was anderes erwartet. Nee, eigentlich nicht. Ach, verdammt, das war verkehrt. Bist du jetzt endlich mal fertig? Nein, ich brauche immer noch 4 Stück. Boah, das ist doch nicht wahr. Doch. Das ist sogar sehr wahr. Hm. Ich habe irgendeinen schleimigen Fisch gekriegt. Super. Glitchhautmakrele. So, jetzt habe ich eine Flosse. Es fehlen nur noch 3. Ja, super. Ist das nicht geil? Ja, voll toll. Jetzt geht das hier richtig ab, ey. Schmitzkatze. So, jetzt kommt die nächste Flosse. Nee, das nicht. Gib mir die Flosse, Genosse. Du greifst sie aber auch immer an. Dann heißt gleich wieder, oh, ich habe keinen Mana mehr. Ja. Was soll ich denn sonst machen? Weiß ich nicht, vielleicht mal warten. Ich will ja, dass du fertig wirst. Ja, ich will auch fertig werden. So ist das ja nun nicht, ne? So. Jetzt brauche ich noch 2. Super. Immer noch 2. Da oben sind aber wieder welche. Ja, dann geht's los hier. Rauf auf die Viecher. Tja. Da wird noch eine drin sein. Jawohl, jetzt brauche ich nur eine. Okay. Das Bündel nehme ich mal mit hier. Ein kleines Bündel mitten im Wald. Wer hat es hier ausgesetzt? Ne? Ne, kann ich nicht. Verlooten. Nur aber. Und? Nein. Halt, da wird... Ich werde angefährgriffen. Was würdest du? Angefährgriffen. Ja, so ein Mist. Ich auch. Na, schlecht. Boah. Jetzt habe ich wahrscheinlich... Na, doch nicht. Doch, jetzt kriege ich aber. Ich kann beide looten. Okay. So. Fertig. Super. Jetzt müssen wir da. Da läuft ein Bär rum. Ich will die Bündel haben. Gut, dann geh doch mal auf die Bündel los. Ja, aber ich helfe dir mit den Bären. So. Looten. Ja, ist doch schon gelootet. Ja, wunderbar. Es hat aber auch gedauert. Das ist zu weit entfernt. Ich sammle mal Holz. Ja. Brauche ich nur noch 4 Stück. Brauchst noch ein bisschen Holz vor der Hütte? Ja. Ja.
Ich sammle auch mal Holz. Ich brauche auch noch ein bisschen Holz vor der Hütte. Ich habe hier gleich Leder für dich. Leder? Kannst du dem hier die Haut abziehen? Ja, wo denn? Na, bei mir. Hm, da ist gerade einer gestorben. Hier flogen gerade ein paar EP an mir vorbei. Sind an mir vorbeigefliegt. Ein Streuner. Ja. Und hier ist gleich der nächste. Ja, gut. Aber sonst nichts zu tun. So. Noch zwei Holz. Ich kann das jetzt nicht plündern. Ja, das ist ja fantastisch. Das ist meins. Geh da weg. Das ist meins. Nein, nein, nein. Das ist jetzt meins. Na, du bist gemein. Nimm mich als Nächste. Das ist mein... Boah, du Hund. Ich war da viel früher dran. Das täuscht. Nee, das ist gemein. Komm, du brauchst sowieso nur noch einen. Das ist unfair. Das ist gemein. So. Ich brauche nur Holz. Ja, dann nimm dir doch welches. Ja, würde ich ja, aber hier ist keins. Das kann doch gar nicht sein. Hier ist keins mehr. Doch, da hinten sind doch noch irgendwo welche bestimmt. Hier liegt doch eins, links. Ja, ist sehr toll. Huch. Huch, was huch? Ich hatte gerade Spiel minimiert. Warum machst du denn sowas? Ich hab gerade rausgeklickt. War mir so nach. Das wolltest du so, ne? Ja, das war so geplant. Klar. Wo rennst du jetzt ganz rum? Na, um das Holz dazu holzen. Ach so. So. Du bist fertig, ne? Jo. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch. Muss noch den Bären machen. Ja, aber lass uns da hinten auf kommt den einer. Weg. Was? Wo? Hinter dir. Achso. Wir können ja den anderen Bären dann auf dem Weg zum Sammler machen. Ach ja, wir müssen ja noch den Ring des Sammlers sammeln. Ja. Sozusagen. Genau. Wo ist denn der Sammler? Na, der ist da, wo wir vorhin alle umgehauen haben. Na, siehst du, das war ja klar. Ja. Eine Quest haben wir jetzt hier zum Abgeben. Ja, die Holzquest. Stimmt. Seid gegrüßt. Kann das kein anderer machen? Siehe den Ehrenfreund. So, gehen wir die mal ab. Jo. So, gibt auch keine neue. Das Licht segne euch. Möge der Saft mit euch sein. Ja, können wir an der Brücke eigentlich auch schon gleich abgeben? Jo. Ja, ist ja eh in die Richtung. Dann haben wir nämlich Level Up. Jo. LVL Up. Boah, das ist ja hier die Viecher sterben. Schlimm, ne? Echt. Kaum bist du in der Nähe, fallen sie alle um. Das ist wohl ja umgekehrt. Ist denn irgendwo ein Bär? So, hier? Nö. Seid gegrüßt. Ja, hier ist einer. Vor dir läuft einer. So. Tada. So, was haben wir hier? Ja, ich habe gerade was anderes gelesen. Geflickte Hose, ja gut. Geflickte Hose? Ja, ist eine geflickte Hose, aber ich habe da was anderes draus gelesen. Okay. Und die muss ich auch noch nehmen, die geflickte Hose. Seid wir sollen der den... Wen sollen wir... Ach, Sarah Roderwald, den Rüstungsgutschein das geben. Das ist doch die Zippe, wo wir gerade eine Quest abgegeben haben, oder? Genau. So. Ach genau, hier nehme ich die Armbrust. Ja, die ist gut. Armbrust? Ziehe den Ehrenfreund. Tata! Ich kann einen Talentpunkt verteilen. Ich nehme den Streitkolben. GZ. Ja, GZ, GZ. Ich kann einen Talentpunkt vergeben. Jo, so ist es. Was mache ich denn hier? Tierherrschaft wahrscheinlich, wa?
Ja? Und dann mache ich Treffsicherheit. Ja? Ich weiß nicht, überleben? Ja? Ja. Ach, so, ich mache natürlich erstmal alles in Schatten. Um ein wenig mehr Schaden zu machen. Was nehme ich denn? Ach, ich gehe mal auf Treffsicherheit. Wir sind da eh zu zweit. Schattenwort Schmerz. Zauber. Nein, Schaden erhöht. Das nehmen wir doch. Jep. Durch eure kritischen automatischen Distanztreffer erzeugt euer Tier 5 Fokus, okay? Ich habe durch das Auswählen habe ich jetzt Gedankenschinden dazu bekommen. Einen Schattenzauber. Und dein blöder Wolf, ne? Aha. Der heult mir immer ins Wort. Ja, das ist antrainiert. Also, die Fokuskosten eurer Fähigkeit Arcana Schuss werden um 1 verringert. So, die Fokuskosten eurer Fähigkeiten Explosivschutz, Schuss und Chimärenschuss. Das habe ich überhaupt alles noch gar nicht, Mensch. Nach dem Töten eines Gegners, der Erfahrung oder Ehre gewährt, verursacht euer nächstes Wirken von gezielter Schuss, zuverlässiger Schuss und Kobraschuss 10% zusätzlichen Schaden. Hält 20 Sekunden lang an. Ja, dann, ich nehme mal das hier mit dem Fokus erstmal. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt... Ich weiß gar nicht, ob sie es schon wussten. Ich den hier richtig... Ein mächtiger Distanzangriff mit Zauberzeit, der ein hohes Maß an Schaden verursacht. Benutzt diesen Zauber als euren ersten Angriff auf Feinde, bevor diese den Kampf mit euch beginnen. Ja, dann mache ich das doch. Halte ich mich doch hier ganz an die WoW-Anweisung. Ach halt, ich muss noch meine Dings da, Armbrust und so. Armbrust und so. Ja, die Armbrust musste ich nochmal wechseln. 4,4 Schaden und 1 Beweglichkeit. Gut, dann komm. Dann gehen wir jetzt zum Ring des Ausstatters. Nein, das war was anderes. Sammler. Genau. Nicht Ausstatter. Ja, aber da gab es doch nicht hier auch irgendwas mit einem Ausstatter hier im WoW? Du kennst doch alle Quests in- und auswendig. Mit einem Ausstatter? Nö. Ja? Nö. Nein, nicht Ausstatterring oder nö. So. Mach mal einen Bogen. Sein, ja. Was? Mach mal hier einen Bogen, da hinten ist ein Bär. Wieso soll ich einen Bogen machen? Ich habe nur eine Armbrust. Ich will ja nur nicht, dass du da irgendwem in die Arme läufst und wir unnötig wegen dir kämpfen müssen. Ach so. So, jetzt haben wir 5 Bären, ne? Ja. Du auch, ne? Jupp, ich auch. Dann komm jetzt, komm. Ja, ist ja gut. Ich bin da schon unterwegs. Ich komm ja schon. Hm. Warum kämpfst denn du? Na, weil der mich angegriffen hat. Hat er gar nicht. Na wohl hat er das. Nein, hat er nicht. Na, aber doch. Hat er nicht. Schieß doch. Was? Ach, ich sag nur, schieß doch. Ich wollte das Ganze nur etwas spannender gestalten. Also ich hab den Ring. Das ist schön. Und ich werde auch gleich angegriffen. Wieder mal von mehreren Leuten. Ja. Boah, die haben mich unterbrochen, die Hunde. Kann ja wohl nicht angehen, das ist aber eine Frechheit. Ja. Das geht gar nicht, ey. So, dann so, können wir hier weg. Ich kann das nicht plündern. Dann können wir hier abhauen. Ja, dann brauchen wir hier auch nicht mehr her. Lass uns flüchten, los. Lauf! Lauf so schnell du kannst. Bin ich Forest? Aber im Forest bist du auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Aber nicht im Forest Gump. Naja, ich weiß nicht. Heißt das hier nicht Gump? Was kann ich für euch das tun? Heißt Elvin. So, dann bist du eben Forest Elvin. So. Was haben wir hier? Ah. Ach, das waren die Kacke hier. Da, Stiefel, neue Stiefel. Grenzarmschienen. Die nehmen wir. Und Heiltrank, den brauchen wir nicht. Rüstung und Eigenbeweglichkeit. Schon wieder nur noch einen Taschenplatz frei, aber wir kriegen doch irgendwie eine Tasche, oder? Ja. Irgendwann. War das jetzt nicht gleich? Von dem Ausstatterring-Kram da? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Rüstung aus Tuch und Leder. Jetzt können wir erstmal unseren Gutschein abgeben, ne? Ja.
Und dann können wir auch gleich das nächste abgeben. Hinter dir fallen hier die Viecher um, du. Ja, ja, ist klar. Erinnert mich so ein bisschen an den Film Konstantin. Konstantin? Ja, das ist doch irgendwie, wo dieser Teufel da, dieser, der Sohn des Teufels oder so, da über diese Straße geht und die ganzen Kühe umfallen. Ja, stimmt. So, ich nehme die Robe. Ja, ich auch, aber ich nehme, ich meine, ich nehme die gefickte, geflickte Hose. Ich nehme die gut vernähte Robe. Mhm. So, Hose. Robe. Toll, die sieht genauso aus. Ja, ist ja egal, wenn die bessere Werte hat. Ja, aber die soll auch schöner sein. Kannst du nicht mal das Gleiche anziehen. Hm. Ah, Frauen, ey. Ist doch völlig egal, Hauptsache die bringt was. Das ist nicht egal, das muss schon gut aussehen. Der Ring des Sammlers, siehst du, jetzt haben wir hier da... Beutel des Sammlers gibt's jetzt. Ah, gibt's noch. Oh, hier gibt's noch Handgelenke für mich. McGrees Sparringhandschuhe, die nehme ich doch mal hier. So, eins Ausdauer, eins Int. So. Eine Beweglichkeit, eine Ausdauer. Mehr Arbeit? So, ja, dann sind wir hier durch, wa? Ja. Dann gucken, ich habe ja hier dieses Quest-Ding da drauf, Completist oder wie heißt. Ah, Heldenaufruf Westfall, aber den haben wir ja eh schon. Den haben wir schon. Und Hilfe für die Weststromorganisation. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall Richtung Westfall. Wir sind ja hier auch genau am Flugpunkt, das passt ja perfekt. Ja, ich würde sagen, wir porten uns aber ins Gasthaus. Ja, okay. Und machen erstmal eine Pause. Gut, dann machen wir das. Hui. Denn das ist ja schon spät heute, durch die ganzen verhunzten Aufnahmen. Naja, es ist doch recht früh. Ich meine, wir haben es 0.51 Uhr. Ja. Laut WoW Ingame-Uhr. Wenn man das so sieht, dann ist es früh. So, ich sehe mich nochmal um. Zack, zack. Ich verkaufe nochmal schnell. Ja, das mache ich nämlich auch. Plus ein Schaden hier, den nehme ich doch mal da. Das ist doch... Den muss ich erstmal hier noch anlegen. Ach nee, das ist ein Streitkolben, den kann ich ja gar nicht anlegen. Na dann halt nicht, dann kommt er halt doch weg. Ah. Dann werde ich noch schnell ein wenig schneidern. Mhm. Ich werde mir dann nochmal Faden besorgen. Ja, mach das. Ich kann... Nee. Kann ich nicht. Kannst du doch nicht. Kann ich doch nicht. Ich habe gedacht, ich könnte jetzt was ganz Tolles machen, aber nein. Ist doch nicht so toll. Nee, ist überhaupt nicht toll. Ist eigentlich richtig scheiße. So ist es. Okay. So, grober Faden. Dann kann ich nochmal hier ein bisschen irgendwie... Da, hier, da, so, Kirschner rein. Ach, Quatsch, Mann, ich gehe immer auf Kirschner, was soll denn das? Dabei will ich eigentlich hier leichtes Leder erstellen. Wie geht's? Mhm. So, zack. Dann kann ich noch ein paar Rüstungssets machen. Ist ja kann nicht ich so. Jetzt bei dem lernen? Ist ja nicht so, als hätte ich nicht schon genug. Nee. Ja, die Dinger, da kann man sich am Anfang ja mal mit tot schmeißen. Das stimmt. Oh, jetzt kann ich gleich vielleicht schöne Sachen machen. Tatsächlich. Ich kann gleich mal gucken, ich müsste eigentlich was lernen können. Aber nur für mich. Was, nur für dich? Nur für mich. Ach, das ist ja wieder typisch, ey. Das ist doof. Eine Hose mit 30 Rüstung und ein Int. Jawohl, die mache ich mir. Braune Robe. Nee, die hat Willenskraft. Das brauche ich nicht. Ach, egal. Komm mal her. Ich mache da mal so und ich mache da mal so und dann mache ich mal so. Aber ich kann schon grüne Sachen machen. Du kannst grüne Sachen machen. Ja, dann kann ich entzaubern. Ach so, und genau, was ich entzaubern. Entzaubern kann, kann ich auch dann was verzaubern. Entzaubern hast du ja auch, entzaubern, genau. Ja. Ich werde erstmal gucken, ob das geht oder ob ich dann die Route dafür brauche. Die Kupferroute. Mhm. Hallo? So, und schon habe ich keinen Stoff mehr. Brauchst du noch Rüstungssets? Auf dann. Ja, später. Naja. Dann verkaufe ich nur ein paar hier. Das, warte mal, wie war das? Also ich könnte jetzt, wenn du möchtest, könnte ich dir jetzt ein Kleid machen. Nein, ich möchte kein Kleid. Ein einfaches Kleid. Nein, ich will kein Kleid. Also anlegen, ne, bedeutet, ihr fühlt euch hübsch. Ja, ich fühle mich auch so hübsch, da brauche ich mir kein Kleid für anziehen. Wieso das Kleid und den lilanen Umhang? Ich brauche mir kein Kleid anziehen. Sicher?
Ganz sicher. So ein schönes Handtäschchen dazu. Ah, jetzt hör aber auf, ey. Muss ich mir das jetzt ganze Let's Play anhören? So Geschichten? Nein. Nein, natürlich nicht. Nein. Auf gar keinen Fall. Musst du nicht. Ich kann einfach nicht hinhören, ne? Nein, ich halte mich ab sofort zurück. Ja, natürlich. Oh, entzaubern kann ich auch ohne Route, das ist doch schön. Das ist ja ganz toll. Krieg seltsamen Staub. Und geringe Magieessenz, ah ja. Geringe Magieessenz. Ja, und dann werde ich mich jetzt gleich verzaubern. Und dann, ne? Voll die Priesterin. Bist du voll die Priesterin, naja, das ist, ist ja was ganz Neues. Wahnsinn, ne? Voll die Priesterin. Oh, ich kann Armschiene, schwache Gesundheit. Mhm. Ah, ich muss aber erst eine runenverzierte Kupferroute machen. Eine runenverzierte Kupferroute, ja. Gib mir meine Kupferroute, die gehen ja noch. Die höheren Routen tun dann ja richtig weh, die kosten richtig Geld. Ja, ups. Also ich kann dir schwaches Ausweichen oder schwache Gesundheit auf die Armschienen machen. Wie wär's denn mit stark? Nee, hier brauchst stark. Brauchst du nicht hier Malachit und so Geschichten? Ist das nicht irgendwas, was du gebrauchen kannst? Nö. Würde ich den Scheiß mal verkaufen, ich brauche das auch nicht. Gib mir mal deine Armschienen. Gib mir deine Armschienen. Los, gib mir deine Armschienen. Ja, wie geht denn das noch hier? Komm her, handeln. Ich handle mal hier so. Mensch, oh, du bist aber auch am Rumnerven. Und dann hier unten reinmachen. Ja, wird nicht gehandelt, ist schon klar. Ach nein. Mach schon. Boah, ist ja schrecklich. So. Na, danke. So. Bitteschön. Danke. Plus 5 Gesundheit, wow. Mhm. Heldenhaft. Wahnsinn, ne? Ja. Das ist ganz toll, ist das. Uhu. So, gehen wir dann ins Gasthaus und machen hier so... Ja, machen wir. Sehr schön. Jetzt warte doch mal. Na, nun komm hier rein. Kann nicht so hier schnell. Ach, warst du schon beim Lehrer? Wieso? Ach, müssen wir gar nicht, ne? Stufe 10? Nö. Ich muss nicht. Ich weiß das gerade gar nicht. Doch, ich geh mal dahin. Kannst du unter Püch gucken? Ja, ich muss dahin, habe ich doch gesagt, dass ich so viel lernen muss. Ja, ich guck nochmal beim Lehrer selber, aber ich glaube nö. So, ich möchte mich ausbilden lassen. Jetzt sag ich. Begleiter kann nichts lernen. Erst mit 12 wieder. So, jetzt kann ich meinen Begleiter kontrollieren. Ah, mit 14 kriege ich endlich Macht mit Seelenstärke. Ach so. Und Auferstehung. Tier füttern, Wildtier zähmen kann ich jetzt. Ah, und ja. Wildtierkunde. Gott, Herr Jeder hat mir alles vollgeknallt. So, Fass mache ich mal da oben rein. Das Schlangengift, das, ja, ich lerne noch mal kochen ein wenig. Mal so machen. Ja, komm mal her, so. So. Den Tier freigeben, das kann da hinten irgendwo hin. Genau, sie füttern. Muss man das Tier überhaupt noch füttern? Das muss man doch gar nicht mehr füttern, oder? Du kannst es, glaube ich, nur noch füttern, um zu heilen, oder? Oh ja, genau. Kann nicht im Kampf angewendet werden. Das braucht man doch gar nicht. Ne, eigentlich nicht. Wildtier zähmen, das würde ich auch da hinten rüberschieben. Tier wiederbeleben, ist ja alles klar, alles toll und schön. Gut, dann habe ich jetzt alles gelernt. Gut, also ich stehe hier und warte, ich setze mich schon mal. Du setzt dich schon mal hin. Ja, schön ans Bärenfell. Was, ans Bärenfell? Ja. Was für ein Bärenfell, wo bist denn du? Na hier, Bärenfell und so. Was? Wo steckst denn du? Ich sitze hier, beim Bärenfell. Wo ist denn hier ein Bärenfell? Oben beim Gastwirt. Hä? Ach so. Ja? Ach, da hinten. Ja, na gut, komm her, ich setz mich da noch dazu. So, zack. Na, komm, wunderbar. Wolfi, dem muss ich noch einen Namen geben, ey. Ja. Ich sitz da voll gelangweilt, ey. Oh, verdammt, ey. Jetzt muss ich hier sitzen, bis ich das nächste Mal aufnehme, ey. Was ne Scheiße. Ja, ist gut, okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt Feierabend hier. Genau. Also mit einem ganz tollen Bild hier, wie wir hier gelangweilt rumsitzen. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schön, dass es doch noch geklappt hat mit der Aufnahme. Ja, das war, ja, Gott sei Dank. Ein Glück. Hui.